Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir die vergessene Kolonie gerettet, Nimue gerettet, Taiyuan ist jetzt überglücklich, dass es ihr gut geht. Und wir sind wieder zurück in Kolonie Lambda. Heute wollte ich mal hier die Nebenquesten angehen und dafür können wir hier nochmal rumrennen. Hier zum Beispiel direkt vor Ort haben wir schon Wachen stehen. Ich weiß nicht, welche Nebenquest er nochmal war. Welchen Sensor? Der wäre praktisch. Ja, das wäre echt praktisch. Na klaro. Das sagst du. Ja, dafür darf ich mich wahrscheinlich rumteleportieren. Die Person kannte ich noch nicht. Mich würde noch interessieren, was jeder Commander dazu sagt, dass wir Nimue geholfen haben. Oder ob er was dazu zu sagen hat. Nee, Izzet hat dazu nichts zu sagen. So, ich habe jetzt eine der Questen hier mal auf aktiv gesetzt, dass wir die verfolgen. Erstmal das mit den Waren hier habe ich noch. Für das andere muss ich mich ja sowieso nur rumteleportieren. Ihr könntet damit die anderen Kolonien versorgen, wenn ihr zu viel habt. Keine schlechte Idee. Bedürftigen Kolonien ein bisschen abgeben. Sind alle meine Vorschläge vielleicht nicht vertretbar? Da kommt ja nur eine Kolonie in Frage. Kolonie Tau könnte das wirklich am ehesten gebrauchen. Die haben ja, abgesehen von Nahrung, eigentlich schon starke Probleme.
Ja, da bleibt ja nur Kolonie 30. Schön, dass ich eine Wahl habe. Ja, die denken halt nur am Profit, ne? Den Äther durch Nopon verkaufen. Hätten sie auch einen Profit, wenn sie dafür bezahlt werden würden. Ja, sonst stellen die sich wieder quer wahrscheinlich. Muss ich jetzt zu einem von denen einmal hinlaufen? Okay, einer von denen steht wenigstens schon hier. Ist ja gut. Also immer diese Geier von Vorgesetzten, die halt wirklich nur auf Profit aus sind, anstatt mal anderen zu helfen. Was hier eigentlich auch wirklich wichtig wäre. Das wäre die beste Möglichkeit, wenn die unbedingt Profit wollen. Okay, 1400 Meter weg. Das ist ja ein Katzensprung mit Teleport. So, ich habe mich jetzt erst hierhin teleportiert, weil hier zwei Sachen ineinander sind, die Schreibblockade und das mit dem Sensor. Wäre. Na, guck mal, das geht, glaube ich, in dieselbe Richtung. So.
Und von der Karte her können wir uns eigentlich direkt das für die Schreibblockade hier auch holen. Das ist ja auch nur ein paar Meter weg. Dann sind wir bei der Quest nämlich auch wieder einen Schritt weiter. Hier wird uns so oder so nichts angreifen, also können wir einfach durchspazieren. Guckt, da unten liegt es ja schon. Oh, die wieder. Die machen wir lang. Ja komm, die werden nicht lange überleben. Ich hau einfach so den einen runter. Alter, wenn man das die ganze Zeit verketten kann, das ist ultra heftig. Guck mal, die sind schon RIP. Na gut, dann haben wir das für die Schreibblockade auch. Darüber könnte man sich auch reinschleichen. Sollte von hier aus direkt dahin kommen, oder? Guck mal, ist direkt bei dem Teleportpunkt. Hier so zwischen die Felsen am besten. Perfekt. Übrigens nice, wie ich erstmal die Quest bevorzuge, die ich nicht markiert habe, ne?
Ach komm. Ach komm, die hat doch einen Stock im Hintern. Ach, Lady. Ich will unbedingt streiten. Mit höchster Wahrscheinlichkeit. Oh, hier gibt es Informationen bei Zucker. Ist aber wahrscheinlich keine Quest. Na gut, das ist so ein Gespräch, da kann ich wieder ins Bild. Ether. Ja, das wäre sogar förderlich. Dann ist ja auch irgendwo der Profit da und dann können die nicht mehr meckern. Außerdem, Kolonien wird damit auch tatsächlich geholfen, ne? Ach, Zucker will auch direkt so noch irgendwas. So, hier ist aber auch nochmal eine Schreibblockade tatsächlich in der Nähe. Und zwar direkt hier auf der anderen Seite von dem schmalen Pfad hier. Ach, erinnert ihr euch noch, als wir hier durchgelaufen sind? Damals wollten uns noch mehr Kolonien an den Hals.
Wenn wir eh schon hier sind, können wir auch mal gucken, was hier jetzt auf der anderen Seite ist. Jetzt haben wir ja endlich diese Gleitfähigkeit. Womit wir auf diesen Seilen gleiten können. Ich glaube, bei der Schreibblockade für die eine aus der City fehlt, glaube ich, auch nur noch eine einzige Sache. Und das ist das, was in der Nähe von Kolonie 4 ist. Im Prinzip könnten wir das auch gleich noch holen und abgeben. Aber erstmal will ich jetzt hier oben gucken. Dann geht's weit hoch. So, das hier meine ich. Uff, was sind denn da für zwei Megabosse? Unerreichbarer Jingu, Ganru, der Absolute. Beide Level 80 ungefähr. Also wenn ich beide gleichzeitig bekämpfen muss, weiß ich jetzt schon, dass ich die nicht kaputt bekomme. Na gut, wenigstens nachgeguckt, ne? So, sein Problem sollte gelöst sein. Ja, weil die alle zu sehr an den Regeln hängen. Vor allem diese Tonja. Diese übertriebene Bürokratie ist das, was deren Kolonie kaputt macht. Also die übertreiben da halt maßlos. So, das haben wir schon mal geschafft. Koji ist jetzt glücklich, ne? Ja, dann dafür müsstet ihr die Bürokratie mal abschaffen, weil eure Bürokratie ist echt Mist. I see some relations have changed. So, und die haben wir mit deinen Sensoren geholfen, ne? Och, alles gut. Wenn die eine Frau keinen Stock im Hintern hätte, dann wäre alles schon viel einfacher. Sag ich ja. Ja, zwei Quests schon mal abgeschlossen. So, als nächstes. Bornes. Genau, hier war nämlich nochmal was mit der Schreibblockade. Da muss ich von hier aus, wenn ich es richtig sehe, dahin. Also ich stehe jetzt hier gerade und frage mich, wie ich da hochkomme. Hier irgendwo ein Punkt, wo man hoch kann? Sieht mir jetzt gerade nicht so aus. Also hier ist ein Container, den können wir mitnehmen.
Auch wenn er wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt keinen Nutzwert mehr für uns hat. Diese Edelsteine, die werden sowieso in den meisten Fällen einfach automatisch bei mir verkauft. Wenn ich es richtig sehe, müssen wir irgendwie ganz nach da oben, aber ich sehe den Weg nicht. Ich habe da unten schon geguckt und da sieht man es ja. Irgendwo hier kommt man nochmal höher. Irgendwo. Aber die Frage ist, wo? Also hier sehe ich halt keinen Weg dahin. Da unten am Teich war ich schon. Da ist auch kein Weg. Das kann ich sogar nochmal zeigen, weil man das auch von hier oben aus sehen kann, dass da kein Weg ist. Da ist kein Höhengang, nix. Ich wollte eigentlich diese Quest eventuell auch heute noch machen, aber wenn ich den Weg nicht sehe, dann ja, keine Ahnung, wie ich die machen soll. Dann müssen wir die ein anderes Mal machen. Muss ich erstmal den Weg zu finden. Auf jeden Fall, Leute. Das soll es jetzt für heute gewesen sein. Wir haben zwei Quests für Kolonien Lambda erledigt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.